Also kommen zu einer weiteren Runde Wargame Red Dragon, diesmal wieder ein 4 gegen 4. Aber diesmal als Amerikaner, weil ich in diesem Deck, ich habe extra mir mal kurz ganz schnell, besser gesagt, cool, ja, ganz schnell meine Decks angesehen, und zwar habe ich hier Amphibienfahrzeuge. Das ist der einzige Grund, warum ich die jetzt ausgewählt habe. Und ich muss mal eben mein Fob nehmen, das packe ich hier hin. Dann nehme ich mein Hauptquartier, da ist schon eins. Und das bewege ich. Ist der oder der hin? Das bewege ich da. Hier geht's schneller. So, wichtig sind eigentlich die zwei Punkte. Also die zwei Punkte, weil die Base gibt nur einen und so gesehen. Und Delta ist eigentlich auch scheißegal. Wir bräuchten eher Lima. Aber das ist egal, denn ich werde. Warte mal, ich schreibe. Achso, habe ich so. Ah, habe ich sogar schon. Habe ich ja sogar schon gepinkt. Ich bin ja ganz schlauer, dass ich da angreifen werde. Und zwar, wozu habe ich denn diese netten Amphibienfahrzeuge? Wenn nicht zum Angreifen, dann weiß ich auch nicht. Hübsleibe, dann nehme ich mir auch mal gleich einen Dab mit. Ja, ist die Frage, ne? Also muss ich auch hier mit rübergehen. Das sind. Oh Gott, das ist ja komplett offen. Ja gut, da donner ich mal ein paar Infanteristen rein. Man kann ja mal ein bisschen meine Mitspieler hier unterstützen. Soll ja kein Problem sein, wenn ich mir hier so meine kleine Armee zusammenbaue, die darüber geht. Was mir echt fehlt, sind die Truppen, die ich im Heli mitbringe. Oh, das ist echt Mangelware. Die Unterstützung, ein bisschen Anti-Air, ein paar Patriots soll als richtig dicke Anti-Air noch mitbringen. Da hat man doch sicher auch nichts gegen. So, weil ich werde jetzt hier hingehen, ein bisschen verteidigen und dann werde ich versuchen, hier einfach rüber zu gehen. Ob inwiefern das klappt, das wird sich erst noch zeigen. Bin überlegen, hole ich mir direkt einen Heli, obwohl auf den kann ich eigentlich sparen. Die Jungs müssen da ja auch erstmal ankommen. Ich nehme hier auf jeden Fall nochmal einen Aufklärer mit, den ich darüber schicke. Und ein paar Stinger. Können alle schön brav darüber. Dann chillen die da drüben ihren Fußpilz und warten auf irgendwelchen Feindkontakt. Weil ich muss schließlich sehen, was hier drüben abgeht. Oh, dann nehme ich gleich noch einen Aufklärer. So, der kann von hier aus starten. So, da habe ich hier meine Truppen, die gehen hier hin, in die City dahin. Und der Rest, der geht alles hier hin. Die Patriots sind vor allem da wegen der massiven Rain. Also die Patriots, das ist die an. Ich weiß gar nicht, wir hätten jetzt nochmal einen richtig gut. Ich habe hier keinen Antiradarflieger drin. Ich glaube, Antiradarflieger. Was war denn Range? Konnten die bis 7000 kommen? Ich weiß es nicht. Hier sehen wir auch ganz viele Helis. Die hätte ich jetzt gerne. Also klar, das sind Piss-Helis. Die hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne, aber ist eigentlich scheißegal. Jungs, ihr bewegt euch einfach alle mal ganz schnell dahin. Ihr fahrt alle dahin und ladet aus. Und ihr Jungs, fahrt einfach mal dahin. So. Mir ganz schnell Befehle gibt, dann mein Hauptquartier nehmen. Das schicke ich hier hin. Schicke ich den Truck suchen, dass er denkt, ich bin da drüben. Der Dub kann aber da hinten bleiben, der ist vollkommen egal. Und dann entsende ich meine Patriots. Ah ne, ihr könnt schnell einen Move machen. Andere Patriot. Schnelle Bewegung. Dazu gibt es noch die Versorgung. Die Versorgung. Aufklärer kann hier mit hin. Was habe ich hier bei? Achso, das sind die Jungs. Ja, ihr könnt hier ganz an den Rand fahren. Einmal bitte hier hin, so. Genau, euch beide will ich. Ihr könnt nämlich hier rüber düsen. Und dann fahrt ihr da rüber. Da. Wollte schon sagen, mir fehlt auch noch was. Jetzt holen wir nämlich noch einen Apache ran. Hol jetzt extra nicht den Longbow. Den will ich mir eigentlich aufheben. Ich kann schließlich nur zwei Stück davon holen. So, und die können gerne bis hier vorne hinfahren und dann ausladen. Und die Jungs können aber hier hinfahren und hier hinfahren und ausladen. Obwohl, ich bin ja dumm. Die können ja auch übers Wasser. Wir können einfach mal holen. Oh Gott. Gut, dass ich das daran auch denke. Die können ja auch übers Wasser. Ah, guck mal, da fliegt schon was.
Da will er wahrscheinlich nur gucken, ob ich hier was. Oh, hier geht meine Antje hin. Oh. Ja, die kann doch mal ruhig hier weiter nach hinten. Wohl schicken wir dich hier hin. Kannst du auch übers Wasser? Aufklärer? Er kann auch übers Wasser. Dann kannst du nochmal einsteigen. Hol ich die einfach neu ran. Die können nämlich auch übers Wasser. Wie kann alles bei mir übers Wasser? Gut, natürlich habe ich das weggenommen, weil alles amphibisch ist und alles übers Wasser kann. Da gibt es ja gar keinen anderen Grund, warum ich dieses Deck genommen habe. Also, das habe ich natürlich nicht übersehen, sondern das wusste ich. Wir dürfen mal eben alles hier ausladen. Das helfen einfach mal die Stadt hier ein bisschen. Jungs, aufteilen. Stinger bitte hier hin. Hier hin. Und dann bewegen wir aber mal meine LKWs hier ein bisschen hin und her. Die können mir jetzt einfach mal ein bisschen fighten hier, die LKWs. Wenn jetzt meine schönen Jungs hier die ganze Luftarmee von ihm runterholen. Okay. Da sind dicke Panzer drin. Bitte wegmachen. Ihr geht bitte ins Haus. Und bleibt im Haus. Obwohl, ihr geht dahin. Nein, ihr geht hier hin. Ihr geht dahin. Der soll jetzt mal reagieren. Oh, was ist da? Oh, da ist was Böses. Genau deshalb wollte ich mein Dub. Genau deshalb wollte ich meinen Dub. Könnt ihr den abschießen? Bitte schießt ihn ab, wenn ihr könnt. Die kann ja sowieso nicht darauf schießen. Dann hole ich mir auch noch die Luftabwehr hier ran. Gibt's ja nicht. Schiede. Ah, jetzt holt ihr natürlich meine Männer hier runter. Oh, wo fahrt ihr denn lang? Ihr sollt durchs Wasser. Jungs, seid ihr bekifft oder so? Übers Wasser. Nicht den Straßenweg nehmen. Und ihr flüchtet einfach mal. Du kannst dahin. Oh, der schießt ja mit Raketen. Jungs, ihr müsst schwimmen. Komm. Schwimmen, schwimmen. Die können nicht ausladen im Wasser. Auf welche. Wieso können denn meine nicht ausladen? Können die nicht schwimmen oder was? Okay, der schickt da ganz in Heli-Support hin. Das war so natürlich. Nicht. Es läuft alles nach Plan. Alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Plan. Definitiv. Alles läuft nach Plan. Definitiv, die Gegner machen 3 Punkte, warum auch immer. Es läuft alles nach Plan. Scheiße. Also so war das jetzt nicht ganz geplant. Shit, das war so nicht geplant. Du darfst da mal ruhig rüber segeln, übersetzen. Genauso wie ihr. Übersetzt. Und du probierst es einfach nochmal. Und ihr setzt hier rüber. Und jetzt hole ich mir meinen nächsten Dab. Kann ich noch einen Dab holen? Nee, kann ich nicht. Und ihr setzt da rüber. Und ihr setzt da rüber. So, so. So, so. So, mach mal. Aber jetzt habe ich auch noch einen Apache. Ja, der Apache ist natürlich jetzt sehr hilfreich im Kampf. Also eigentlich war der Plan, dass ich schon längst drüben bin. Und nicht noch darum kämpfe, hier rüber zu kommen. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. So ein bisschen. Aber nur so ein klein bisschen. Wenn wir hier auch kein Hauptquartier haben, weiß ich auch nicht so ganz. Ich bewege mal jetzt eins hier schnellstmöglich hin. Weil das sind jetzt die 3 Punkte, die die machen. Und die müssen wir irgendwie wieder aufholen. Das ist nicht gut. So. Und leider können meine Patriots keine Helis abschießen. Das ist auch noch. Ist auch nicht gut. Dass die das nicht können. Warum können die das denn nicht? Ach, die Jungs, die kommen ja nicht mal drüben an. Ach, fahr mal da rüber, Jungs. Ihr könnt da mal ausladen. Oh mein Gott, Alter. Ich muss ja hoffen, dass meine Jungs da rüberkommen. Oh Gott. Hoffentlich geht der Sprit nicht aus. Hoffentlich geht der Sprit nicht aus. Scheiße. Ja, und hoffentlich sinken sie nicht auf den Grund des Meeres. Aber hoffentlich geht der Sprit nicht aus.
Wieso war das alles irgendwie nicht geplant? Und der holt mich um meine ganzen. Wir müssen einfach viel weiter darüber. So einfach ist das. Mal bitte darüber segeln. Wo ist meine Anti eigentlich? Da kommt's so allmählich. Der steht ja auch voll. Sitzt unser Mini-Busch. Ist mein Hauptquartier auch mal da? Nee, ist immer noch nicht da. Wo ist denn das? Oh Gott, das kommt erst noch. Ich glaub's ja nicht. Oh, was ist. Oh, was haben wir denn da? Eine böse Heli. Eine böse Heli mit. Ey. Die Jungs, die werden ja niemand drüben ankommen. Also ohne Spaß, die werden niemand drüben ankommen. So, meine Dubs müssen da jetzt rüber. Das kann ja so nicht mehr weitergehen. Gott, oh Gott, oh Gott, was soll man denn hier machen? Mir fehlen auch die Truppen, um hier wirklich so einen Kampf aufzuziehen. Ich habe dafür keine, nämlich keine. Ich habe überhaupt nichts. Ich kann hier einen Aufklärer hinsetzen und hoffen, dass er irgendwas macht. Da ist ja auch noch eine Heli. Jungs, Jungs, Rückzug. Ach Gott. Jetzt. Alter, da fliegt irgendwo von da drüben noch Raketen rein. So, ihr seid alle wieder betankt. Ja, ihr nicht. Geil. Mehr Infanterie. Ich muss da rübersetzen. Das ist der Plan. Einfach rüberzusetzen. Irgendwie. Kostet es, was es wolle. Ich muss da rüber. Problem ist echt, wir müssen die Punkte gut machen. Mein Hauptquartier kommt jetzt zwar, aber irgendwie müssen wir ja auch noch an Punkte kommen. Ey, hier ist alles offen. Das ist nicht gut. Und ich sehe auch nicht, wie wir das hier aber großartig machen sollen. Ich könnte natürlich mit Paladin, aber da. Oh, was kommt da jetzt schon wieder angeflattert? Alter, du gehst mir so auf den Leim. Ich komme hier niemals so rüber. Der hat seine ganze Abwehr jetzt inzwischen aufgestellt, weil er erkannt hat, was meine Taktik ist. Oh Gott, noch nicht mein Apache. Drehst du wohl um? Ja, ich muss meine Taktik umstellen. Scheiß auf hier drüben. Taktik ist vorbei. Da komme ich ja niemals rüber. Da werde ich niemals rüber. Oh Gott, den sollte ich mal ausladen. Damit wir wenigstens mal jetzt hier Punkte plus machen. Keine Punkte mehr minus machen. Und den LKW sollte ich schnellstmöglich wegbewegen. Ich fahre den einfach dahin. Also. Ich halte jetzt hier einfach mal eine Stellung. Auf gut Glück wird das klappen. Auf groß Pech wird das scheitern. Aber das ist mir gerade Latte. Weil irgendwie müssen wir jetzt hier an Punkte kommen und. Ja, wie macht man das? Ich hole mir jetzt einfach Artillerie ran und versuche jetzt irgendwas zu snipen. Mit Hoffnung, das klappt. Dicke Artillerie und dann let's go. Weil sein Hauptquartier ist wahrscheinlich hier drin. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Ich glaube, der ist hier. Wow, Digga, das ist aber ganz schön wagemutig, da mal eben so anzugreifen. So, komm. Du packst das, darüber zu kommen. Ja, also ich komme hier nicht durch. Also hier sind Typen Raketenwerfer. Hier ist auch noch irgendwo, hier ist eine Antier. Ich habe nicht hingeguckt, wo. Da gibt es keinen Durchkommen. Was ich gut ist jetzt wirklich, ich habe hier wirklich so meine Patriots und so alles aufgestellt. Ja, ich kann es hier nochmal versuchen, so wirklich an den Rand zu fahren. Aber ob das bringt, weiß ich auch nicht. Aber das ist auch nicht mehr das Ziel. Das Ziel ist ganz klar. Oh Gott, Jungs, bitte. Ey. Paddelt einfach. Du willst mir doch ja nicht sagen. Wegen null Benzin hängen die jetzt hier im Wasser rum und weder ausladen, sonst noch was können sie. Ey, was für inkompetente Leute habe ich nur umarmt. Ja, und pack deine Anti-Air hin. Genau. Nummer Ziel. Ziel Nummer 1. Die. Oh Gott. Die Anti-Air raus zu fokussieren. Ja, wo ist seine Anti-Air? Natürlich perfekt da, wo sie sein soll. Jetzt hau doch mal rauf, meine Paladine. Das sind jetzt 240 Ressourcen, die ich hier habe. Die müssen das einfach carryen. Die müssen einfach das Hauptquartier auf Glück treffen. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Der Plan muss aufgehen. Vielleicht kommt der Lucky Shot des Jahrhunderts, obwohl ich glaube, ich schieße eher so.
Ja, so, vielleicht trifft man dann eher. Einfach auf Glück. Vielleicht treffe ich ja. Nein, hab ich nicht. Oder ich schieße hier vorne rein und wir können dann in den Angriff gehen. Ich glaube, das ist besser. Ich attackiere einfach da vorne. Ich baue währenddessen hier meine Panzerarmee auf. Meine neue Infanteriearmee. Und gehe einfach von vorne hinein. Das ist fies, lau. Und da hat mein Apache natürlich auch mal. Da ist er. Auch mal einen Sinn. So, oh, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. So, ich mache jetzt nämlich hier die Art hier vorne rein. Hau ihn die Truppen weg und dann gehe ich da einfach durch. Ist mir doch egal, was er dagegen setzt. Weil das ist mir sowas von Latte. Ich gehe da einfach durch. Meine Chaparelle ziehe ich jetzt auch schon ran. Die soll ja hier hinkommen. Schön, um Anti-Air zu geben. Jetzt muss nur die Luftabwehr muss auch mal hier. Hey, können die Jungs auch mal treffen? Da habe ich hier irgendwas getroffen. Ich muss nur auf Anti-Art hier, dass irgendwas hier lang fliegt, aufpassen. So, und jetzt kannst du bitte auch mal snipen gehen. So, weg sind sie. Jetzt snipen wir einfach mal hier ins Haus. Er hat wunderbar. Er hat's gesehen. Er reagiert auch. Das ist gut. Sein Panzer allein ist schon gepanickt. Und jetzt geben Spieler von uns auf. Und natürlich kriege ich die volle Front. Ja, wow. Danke. Ich hole hier mal eben zwei LKWs, wo ich seine Jungs auffrischen kann. Das ist natürlich jetzt optimal, dass ich die hier bekomme. Obwohl ich die ganze Zeit da jetzt ganz rechte und die ganz linke Front habe. Das Gute ist jetzt tatsächlich, wir können hier voll durchstarten. Also wir können jetzt voll durchmarschieren. Wir müssen nur damit was anfangen. Und irgendwie das Hauptquartier erwischen. Ich weiß leider bloß nicht, wo es ist, aber das spielt keine Rolle. Weil die haben mir alle keine Muni mehr. Was ist denn das hier? Ich hole mir auch mal hier gleich. Wenn ich den Luftfight. Jetzt brauche ich zwei. Jetzt bräuchte ich zwei. Ich hole noch meine Igel ganz schnell hier rein. Aber da ist es besser, gleich zwei Stück zu haben. Um Apache, der kann sich mal eben zurückziehen. Bitte. Bitte einmal zu Lüg. Zu Base. Ich treffe sein Hauptquartier nicht. Also ich glaube nicht, dass es da drin ist. Gut ist jetzt, die Chaparelle kann jetzt mal hier ein bisschen loslegen. Du kannst zurück. Du kannst umkehren. Und zwar so schnell du kannst. Weil da kommt Böses. Oh, und hier fährt Böses. Hier fährt ganz Böses. Jungs, ihr dürft da ruhig mal angreifen. Jungs, ihr dürft da angreifen. Mit allem, was ihr habt. Haut sie weg. Die sollten auf keinen Fall durchkommen. Wir könnten. Jawohl, einer weg. Angriff. Hier, angreifen. Oh, jetzt ist es natürlich jetzt richtig schön, dass ich meine ganze Armee woanders habe und jetzt hier drüben auf einmal das Spiel noch irgendwie regeln soll. Das klappt natürlich perfekt. Weil ich jetzt auch voll den Plan habe, was hier ist. Digga. Was? Ah, ich wollte Search schreiben und nicht Search. Was auch. Egal, ich muss jetzt hier irgendwie reagieren und zwar schnellstmöglich. Ihr könnt euch mal eben dahin stellen. Der muss da landen. Da wird ein Aufklärungsheli. Ich brauche jetzt hier nämlich einen Panzer und all das andere Zeug. Und jede Menge Infanterie einmal. Hol ich mir noch die Stinger. Solange hier links nämlich. Mann, die sind auch liegen geblieben. Meine ganzen Männer bleiben im Wasser. Die haben keine Lust. Die stellen den Dienst ein. Die haben aufgegeben. Oh, was kommt da? Wie sollen wir jetzt hier zwei Hauptquartiere und beide auf einem Haufen? Das ist nicht gut. Okay, und was wollt ihr jetzt bomben? Etwa den Panzer? Mit einem Antiradarflieger? Also auch keine Schnitte hier. Kumpel. Die Chaparrels sind keine Radar. Nur meine. Oh, da sind wieder Panzer. Da sind Panzer. Ich bräuchte meinen Apache wieder. Der kann auch wieder losziehen. Aber eigentlich brauche ich hier rechts alles. Alles, was ich kriegen kann, hier rechts. Jungs, haut die mal weg. Das ist nämlich der Mist jetzt. Wir müssen jetzt hier irgendwie vorrücken. Was steht denn. Alter, Alter, was hat der denn hier für eine Helikopterarmee und allen drum und dran? Warte mal, habe ich gerade ein Hauptquartier gesehen oder habe ich mich verguckt? Ich glaube, ich habe mich verguckt.
Ist aber halb so wild. So, wir rücken jetzt hier nämlich vor. Wunderbar. Genau dahin. Ihr rückt bitte dahin vor. Oh, da haben wir sogar was im Busch. Bitte Artillerie sofort draufsetzen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Bitte umdrehen, bitte umdrehen, bitte umdrehen. Wir gehen hier sofort rein. Auch ausladen, auch ausladen. Und ihr geht alle da rein. Alter, dann macht er meine Panzer kaputt. Meine Panzer, meine schönen Panzer sind kaputt. Die habe ich vernichtet, wie oh, was haben wir denn da? Da haben wir Böses. Aber halb so wild. Hier holen wir uns noch einen Dabran. Ich muss jetzt hier alles irgendwie einigermaßen fit bekommen und gleichzeitig auf die Minikarte so sehr achten, dass hier nichts durchmarschiert. Nächste Chaparral, das sollten die eigentlich schaffen, die Jungs hier. Nein, nehmt doch nicht den! Oh, da sind meine doch viel besser gegen. Und ihr dürft dann sofort raus. Sonst sterbt ihr. Was machen denn seine Flammer da? Kommt, Jungs, schieß mal ein paar Raketen drauf. Ein paar gute. Oh mein Gott. Wo ist mein Apache? Junge, du musst einfach mal hier angreifen. Wir müssen jetzt nämlich hier vorwärts kommen. Und das irgendwie relativ schnell. Ich schicke schon mal ein Hauptquartier nach da vorne. Ja, der hat mir hier echt alles zerstört. Alles. Und jetzt kommen da die ganzen Panzer an. Gibt es noch nicht. Jetzt geht er hier voll rein. Also er geht jetzt hier komplett rein. Mit dicken Panzern, glaube ich, sogar zum Teil. Das sind auf jeden Fall keine komplett schwachen. Bitte den wegsnipen. Bitte den wegsnipen. Der ist viel wichtiger. Das ist der viel wichtigere Panzer, der weg muss. Zack, jetzt gehen sie rein. Da fliegen die Raketen nämlich nur noch so rein. Meine Chaparrals dürfen sich gerne zurückziehen. Sein teurer Panzer ist hinüber. Wichtig, sogar sehr wichtig. Jetzt fehlen mir nur noch meine Panzer, die kommen sollten. Weil der allein wird das ganz sicher nicht die ganzen Panzer aufhalten. Oh komm Junge, hau einfach rauf. Hau sie weg. Ja gut, da hat er jetzt weggehauen, was er konnte. Mit der MG ist... Boah, da will ich ihn auch nicht kämpfen lassen. Hier, ich brauche... Nein, 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 bitte. Oh gut. Puh, zum Glück kein Nighthawk. Alter, der greift auch übers offene Feld an, läuft bei ihm. Gleichzeitig hier, aber der ist mir ein bisschen Ladde. Der kann wieder da hingehen und landen. Der kann wieder vorrücken. Mordern können wir einfach mal reinmordern. Die können bitte mal hier ausladen. Hier geht es einfach nur darum zu halten und jetzt irgendwie vorzurücken. Oh Gott, die holen sich jetzt die Hauptquartiere leider. Ja. Super. Nice. Wer stellt auch bitte ein Hauptquartier neben meinem Hauptquartier? Das ist so Jesus, diese Taktik. So, du darfst hier gerne mal hier ein bisschen rumfliegen und ein bisschen alles weghauen, was du da siehst. Den hätte ich früher holen müssen. Komm, Junge, räum weg. Räum weg den Mist. Zwei Panzer hat er schon. Ey, du kannst... Du musst nicht weg. Du hast doch... Oh, du hast doch eine Gatling Gun. Mir fehlen auch die Truppen jetzt. Also ich weiß nicht, was unser Typ hier an Abwehr eigentlich aufgebaut hat. Leider. Ich hoffe, meine zwei Jäger, die werden das machen. Ah, der rückt einfach durch. Ihr könnt umkehren, Jungs. Hier läuft auch schon wieder was rum. Böses. Ich darf hier mal hier ein bisschen vorrücken. Mal suchen, was hier da noch ist. Da fährt der Panzer. Jetzt holt er sich das nächste Hauptquartier. Weil wir Pech haben, aber er juckt ja keinen so wirklich, außer mein Team. Ah doch, jetzt kommt die Apache Army. Um den wegzuholen. Ich glaube, da ist er auch weg. So, Nachteil, wir müssen jetzt hier aufräumen. Wir brauchen ein neues Hauptquartier und wir machen keine... Jetzt werden wir Punkte gut machen. Ich weiß nicht warum. Entweder mein Mörser war echt so premiumhaft, dass er echt getroffen hat, der hier reingehauen hat, oder er hat ihn selbst schon zurückgezogen, weil wir drin sind. Jetzt muss er reingehen hier. Jetzt muss er wirklich mit Druck da rein. Wir müssen jetzt Punkte gut machen. Mein Hauptquartier, das hier kommt, muss ebenfalls rein. Wir müssen jetzt hier einfach durchmarschieren. Oh, da kommt... Wenn ich das schon sehe, was da jetzt gerade anrollt. Ihr könnt mal hier raufschießen, meine Arti, weil der wird da auf jeden Fall reinfahren wollen. Seine Anti-Air. Die würde ich doch gerne aufhalten. Ehe sie da ist. Also hier versucht er es gar nicht. Also hier habe ich so viel rumstehen. Oh, hier habe ich noch ganz viel Infanterie. Ihr dürft alle einmal darüber, Jungs.
Ich brauche euch hier nicht mehr wirklich. Ihr könnt alle hier rüber. Gleich hole ich nochmal Thunderbolt. Die Igel, die können weiter hinten rumdüsen. Der Tiger kann auch wieder durchstarten. Du kannst mal dahin fliegen. Du kannst mal hier mit rüberkommen. Jetzt muss aufgeräumt werden. Ist die Frage, ob ich hier mal die Anti-Air. Die hat er sicher hier in den Wald jetzt gestellt. Wahrscheinlich jetzt hat er sie weggeschoben wegen meiner. Wegen meiner Adi. Aber ansonsten. Alter, ist das Thunderbolt so lahmartig ist. Aber die Eagles habe ich viel später reingeschickt und die drehen da schon ihre Kreise. Also. Da sieht man's. Da sieht man schon einen kleinen Unterschied. Aber hey, wir können auch einen Igel reinschicken. Wenn er da unbedingt gegen mich fighten will, dann soll er. Denn den Kampf wird er nicht gewinnen. Dafür sind meine zu gut. Zu gut. Zu gut. Wiegt doch nicht den gut kaum. Da habt ihr ganz sicher nichts zu suchen, auch wenn ihr alles gut. Ich scheine die Art hier erwischt zu haben. Alter, gerade. Gut gemacht. Du hast 10 in. Nee, 15 Income von mir zerstört. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Oh, hier sind wir drin. Dann müsste ich jetzt eigentlich hier irgendwo mal hier hinfahren. Und hoffen, dass er es schafft. Oh, da kommt der Angriff. Da kommt der Angriff. Da muss die Arti reinhalten. Und falls möglich meine Helis noch. Muni, wo ist mein Apache? Alles dahin. Ihr dürft auch mal wieder abdüsen, Jungs. Ich brauche hier nicht 10 Jahre. Wo ich mir noch einen Nighthawk. Der kann hier nämlich auch mal gleich Bomben abwerfen. Oh, da. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da Feines? Da dürft ihr hinschießen, meine Arti. Oh, oh, dich hätte ich längst ausladen müssen. Jetzt machen wir nämlich 2 Punkte gut. Oh, das habe ich auch wieder gefailt. Den nicht auszuladen. Wer weiß, wie lange der da schon rumstand. Mein Nighthawk, du darfst deine Bomben ruhig hier abwerfen. Obwohl, besser gesagt, hier. Wo bist du? Ja, da. Perfekt. Komm, Junge. Perfekt auf die Truppen. Und? Jawohl, weg. Weg sind sie. Oh, hier haben wir 2 Hauptquartiere auf einem Haufen stehen. Ich schicke den mal über den Wald. Mit der Hoffnung, der kommt an. Gleichzeitig schicke ich meinen Nighthawk rein. Mein Thunderbolt. Und jetzt schicke ich nochmal hier eine Panzerarmee rein, einfach um diesen Wald zu sichern. Mit Aufklärer zusammen. Weil irgendwie müssen wir es ja jetzt hier schaffen. Dass das einigermaßen safe ist. Ihr könnt einfach da reinmordern, Jungs. Es ist scheißegal. Einfach mordern. Einfach mordern. Mordern, was das Holke. Was? Da fahren schon wieder Panzer lang. Das gibt's nicht. Wieso fahren hier immer Panzer lang? Bitte mal eben alle aussteigen und fertig machen hier. Kann doch nicht wahr sein, dass der ständig hier Panzer hat. Der hat hier diese billigen Panzer. Ich glaube, das sind die mit einer sehr guten Rakete. Glaube ich. Apache, bitte schieß mal ab. Bitte schieß mal schneller ab. Obwohl das Gute ist, er macht diese billigen Dinger kaputt. Anstatt mal einen guten Panzer, der die schön wegmacht. Stück für Stück. Oh, Apache, du darfst direkt wieder umdrehen. Du darfst direkt wieder umdrehen. Da ist. Oh! Aber er hat auch die Anti-Air zerstört. Welche ist jetzt Ticks für uns? Das ist sehr gut. Jungs, ihr dürft bitte raus. Du scheinst den Heli abgeschossen zu haben. Du darfst zurück landen. Hier haben wir noch einen Dub. Den schicke ich mal rüber. Leider habe ich echt keinen Helikopter. So wirklich. So ein Longbow. Du darfst hier mit hin. Dann schicke ich hier nochmal Versorgung hin. Dürfen wir eben alle ausladen. Und dann greifen wir einfach hier an, Jungs. Einfach darüber marschieren. Einfach rüber da, Jungs. Ab in den anderen Busch. Der andere Busch ist schöner. Kommt einfach 10.000 Raketen drauf feuer, dann wird das schon. Das hält der Panzer nicht aus. Gut, ihr macht die nur einen Damage, aber das wird schon. Ihr seid schließlich viele. Und viele gewinnt immer. Also, der kann ja mal umdrehen wieder, ne? Also, wie mein Thunderbolt, der hat ja nichts gebracht. Gut ist, er sieht hier meinen Typen nicht. Und mit etwas Glück. Oh, bitte, du siehst ihn nicht. Bitte, du siehst ihn nicht. Einfach, du ignorierst ihn. Oh, da kommen Jungs von dem. Egal, ihr geht da jetzt hin. Und falls nicht, ich kämpft ihr. Er hat ihn gesehen, weil er hat nicht geblinkt. Und ich stellen wir einfach auf die Kante. Das bringt uns nämlich nochmal +4 Punkte kurzzeitig. Und das ist die Hauptsache.
Oh, da gehen Truppen ins Gebäude. Will einfach mit Nighthawk nochmal drauf feuern. Ich hole mir gleich noch einen Nighthawk. Ich kann mir keinen Nighthawk holen. Ich glaube, die sind darüber genommen, das Gebäude. Okay, wir hatten ganz kurz mehr Punkte, aber er hat ihn halt gesehen. So, da holen wir mal eben die Jungs. Ihr dürft euch wieder zurückziehen in den Wald. In den Wald zurück, weil das bringt hier leider nichts. Leider, leider bringt das hier nichts, so vorzurücken. Vielleicht schafft ihr es, aber der Rest schafft es leider nicht. Und ihr dürft die mal eben abschießen, die Helis. Kommt. Bitte, ihr schafft's. Wenn die wegkommen, wäre das extrem gut. Klappt nicht so gut. Klappt überhaupt nicht gut. Klappt nicht gut. Aber sie entkommen. Das erstaunt mich echt, dass sie entkommen. Oh, was kommt da? Oh, da kommt Anti-Air. Ich schick mal sofort meinen mit hin. Oh, da haben sie unseren zerstört. Machen wir keine Pluspunkte, wir liegen immer noch zurück. Irgendwo muss doch hier diese. Der hat gegen mich geartilleriert. Der Zwein. Der Zwein. Meine Arti ist tot. Warum auch immer. Aber ich könnte eine neue holen. Kann ich noch eine holen? Ich kann noch eine holen. Holen wir noch eine Arti. Komm, gib mir das Income. Gib es mir. I need it. My friends, I need it. Ah ne, ich hätte mir doch keinen mehr holen können. Schade, schade, schade. Aber irgendwo hier muss doch sein dummes Hauptquartier mal sein. Irgendwo hier in den Büschen oder so. Ich weiß auch nicht wo, aber irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo müsste es doch sein. Kann aber nicht wahr sein. Oh, was fehlt denn darüber? Man weiß es nicht. Man weiß es. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Direkt mal einen Apache hinsenden. Den mal eben abschießen und dann bitte mit Schnellverfahren hier hin. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und jetzt hier zwei Aufklärer sogar. Weil ich will wissen, wo sein dummes Hauptquartier rumgammelt. Wo sitzt denn das hier drin? Oh, mein Tiger hier so weit vorne. Der kann auch irgendwie nichts abschießen aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht. Oh, meine zwei Igels wurden abgeschossen. Super. Bravo. Weiter so, Jungs. Komm, Apache, du machst das. Was wollen die schon gegen dich machen? Der hat wenigstens eine ordentliche Gun, der Apache. Ja, okay, sie können meinen dummen Scheiß Brantley abschießen, der irgendwie schon gar keine Muni mehr hat. Warum hat der keine Muni? Jetzt schießt sie ab, bevor mein teurer Aufklärer stirbt. Schießt du den jetzt wohl ab? Jawohl. Junge, Junge, Junge. Ja, Junge. Achso, das ist Landen. Hupsalei. Hupsalei. Das ist echt die Frage, wo ist dieses dumme Hauptquartier? Wo ist es? Einfach Bomben. Einfach Bomben, weil man Bomben kann. Aber trotzdem frage ich mich, wo ist es? Weil wir müssen jetzt Punkte gut machen. Wir müssen hier irgendwo dieses Hauptquartier finden. Aber die Frage ist halt, wo ist es? Ich treffe es ja nicht. Das ist es ja. Ich weiß auch nicht, wo es sein soll. Das ärgert mich ein bisschen. Du kannst hier mal so ein bisschen aggressiv vorfahren, dass du die auch mal killst. Nighthawk sollte es schließlich schaffen, da unbemerkt reinzufliegen, Bomben abzuwerfen, wieder abzuhauen. Ja, die Bomben abzuwerfen. Jawohl. Dann hat sich der Nighthawk doch gelohnt. Dann hat er sich gelohnt. Und jetzt fliegen hier ordentlich Raketen rein. Klatschen wir jetzt einfach nochmal hier hin ein bisschen. Chaparral holt jetzt hier alles mal eben runter, bitte. So. Und dann hole ich mir noch einen Apache. Dann hole ich mir nochmal ganz viel Infanterie. Und dann gehe ich da rüber. Und zwar mit Schnellverfahren. Weil jetzt müsste er eigentlich seine dummen Helis abziehen. Da kann ich da eigentlich auch rüber donnern. Zumindest wenn er sich mal abzieht. Chaparral, kannst du jetzt mal schießen auf den Heli? Das wäre mal äußerst nett. Wenn du damit mal beginnen würdest. Ja. Super. Ist ja schon mal erschüttert. Trifft er nicht mehr gut. Und da fliegen sofort die nächsten. Zack, weg ist er. Easy. Jetzt tickt's für uns. Plus zwei, das ist gut. Das ist gut. Wir müssen nur irgendwie noch halten hier.
Wir haben ja auch schon zwei Hauptquartiers drin. Das ist. Läuft jetzt. Jawohl, er hat den hier auch wegbekommen. Jetzt müssen wir hier auch noch ein Hauptquartier eigentlich reinbekommen, aber gut. Das ist die zweite Instanz. Damit wäre mal zufrieden, dass es überhaupt so gut läuft. Jungs, alle rüber da. Oh, ihr dürft auch nochmal ausladen, eure Männer. Nur mal so erwähnt. Am Rande. Hier holen wir noch ran. Der müsste wieder fit. Wo ist denn der? Jungs, ihr dürft eigentlich alle mal eben losdüsen hier rüber. Ich weiß gerade nicht, was von euch einsatzfähig ist, aber es ist scheißegal. Jetzt rückt da durch. Auch wenn da Elite-Infanterie ist, jetzt rückt da gefälligst durch. Hält man ja nicht aus. So. Ich habe jetzt hier nämlich meine Heli-Armee. Und die räumt jetzt hier auf. Weil da kommen seine Anti-Air-Helis. Ihr dürft mal eben umdrehen, Jungs. Umdrehen, umdrehen. Da kommt jetzt nämlich von ihm leider eine Menge, um mich fertig zu machen. Ihr dürft mal eben abrücken, Jungs. Wie sieht das hier eigentlich aus? Ich schicke da aber mal ein Hauptquartier. Mal sehen. Meine entkommen zum Glück. Meine Patriot schießt auch mal mit. Die andere kann ich eigentlich auch mal darüber bewegen. Ich verunnötige, dass sie da rumgammelt. Ihr könnt einfach mal ausladen, auch wenn da nur Infanteristen sind. Obwohl, jetzt kann man nochmal versuchen rüber zu gehen. Vielleicht sind keine Helis mehr da. So, aber jetzt ist hier mal aufgeräumt. Endlich mal. So, jetzt hier mal die Versorgung noch ranbringen. Meine Helis beladen. Betanken. Okay, jetzt weiß ich, warum die da oben standen. Ihr dürft wieder zurück in die Base. Jetzt ist die Frage, wo. Oh, da schießt du. Da machen wir die Art hier hin. Naja, komm ruhig mit deinen Helis. Komm mit deinen Flugzeugen. Das ist mir alles vollkommen Latte. Mach, was du willst. Das juckt mich nicht, die Bohne. Oh, was haben wir denn hier? Das juckt mich doch schon ein bisschen mehr. Das juckt mich doch schon ein bisschen mehr, was jetzt hier gerade abläuft. Unterstützung, 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 Unterstützung. Scheiße. Gut, wir setzen den besten Anti, die beste Anti-Eli-Einheit einfach ein. Man nennt sie den Apache. Es gibt nichts Besseres. Doch, hier. Ah, ne, das ist auch noch so ein Panzerknacker. Egal, alles in die Mitte. Die Mitte muss gehalten werden. So einfach ist das. So einfach ist das hier. Jetzt fühlen wir auch. Jetzt sind wir am Gewinn. Jetzt sind wir sogar mal wirklich am Gewinn. Ja, das scheint sogar hier bezwungen worden zu sein. Ich habe so viele Helis hier im Einsatz. Das Problem ist echt, ich habe diese Front, also hier links, obwohl hier nichts mehr passiert, aber rein theoretisch könnte ja was passieren. Da habe ich die Mitte und da habe ich rechts einfach alles übernommen, wo ich natürlich keinen Plan habe, wo hier was genau steht. Hier stehen einfach nur Sachen rum. Wo hier was steht, das kann ich so gar nicht genau sagen. So, ihr könnt aber mal alle hier ein bisschen vorrücken. Weil ihr könnt euch das leisten. So, einfach mal Arti ein bisschen reinhauen. Hier kommt bereits der Feind wieder an. Das ist natürlich nicht, obwohl scheiß drauf, wir haben hier einfach eine Heli-Armee. Die setzen wir auch ein. Gleichzeitig mehr Anti-Air. Gleichzeitig noch eine Patriot, weil wir es können. Gleichzeitig schicken wir die noch da rein. Gleichzeitig schicken wir den noch da rein. Gleichzeitig schicken wir die hier hin. Jetzt. Das sollte eigentlich durch sein. Es sei denn, der Gegner führt jetzt irgendeinen ultimativen Super-Überraschungsangriff aus, wie hier mit den Helikoptern. Der zwar irgendwie cool ist, dass er über die Bergkette kommt, aber irgendwie. Obwohl, eigentlich gut getimt. Unser greift gerade an. Und wird dadurch fertig. Na, so ein bisschen fertig gemacht. So ein bisschen. Ah, kein Problem. Die dicken Panzer snipen war einfach weg. Dann habe ich auch noch irgendein Heli hier, hat noch Anti. Ja gut, der hatte die dabei, hat sie nicht mehr dabei. Aber egal. Das sieht gut aus. Jetzt snipen wir hier den Rest weg. Oh, jetzt landet er sogar noch so nett. Ist er und ich schieße alles daneben. Jetzt startet er wieder in die Luft. Ne, er hat abgesetzt, Truppen. Oh, das ist ja. Das gibt's ja nicht. Da setzt er einfach seine Männer hier ab.
seine Mannequins. Ich glaub's ja nicht. Schieß die mal ab. Oh, die haben Anti. Oh, okay. Die müssen wir fertig machen, Junge. Die holen jetzt mal die ganzen Helis runter. Jawohl. Aber gegen die Raketen haben sie keine Chance. Jetzt mach schon. Jetzt schieß doch den ab. Schieß doch nicht auf die Helis. Die sind mir sowas von. Egal. Oh Gott. Alter, hier gerade knallt jetzt alles nur noch rein. In irgendeiner Form. Alles knallt hier nur noch. Meine. Oh shit. Was geht hier vor? Wieso? Wieso? Sofort rein da. Sofort Truppen hinsenden. Ich wollte schon. Oh, hier ist was durch. Da ist was durch. Wie sind die denn durchgekommen durch meinen OP-Wall? Da dürfte gar nichts durch sein. Das Gute ist wahrscheinlich, hier sieht meine Männer nicht. Weil die nicht das Feuer öffnen werden. Hier habe ich auch noch einen Apache, der kann auch noch mal hier ein bisschen weiter vor. Hier habe ich auch noch einen Tiger, jawoll, Alter. Obwohl, die können eigentlich damit helfen. Hier, das sollte einigermaßen. Ja, gut, so einigermaßen. Geht mir auch mehr oder weniger alles. Alle. Da hat er hier echt nochmal gewagt, hier reinzugehen. Das glaubt man ja nicht. Ja, er sieht ihn nicht. Weil er nicht schießt. Er kann jetzt hier rüberfliegen, wie er will, aber das müssen auf. Er sieht ihn! Er sieht ihn! Lauf! Flieht! Flieht! Flieht, der Bomber kommt! Flieht! Oh, der Bomber wurde abgeschossen. Ja, hier habe ich meine ganze Flugabwehr. Easy, easy, kein Problem. Scheiße, da sahen wir noch schön den Bomber antanzen. Wie er kam, um mich zu holen. Oh, die haben meine Helis, glaube ich, abgeschossen hier. Der rückt hier sogar ganz schön stark vor. Wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt, oh, jetzt tickt das wieder für die. Das gibt es doch nicht. Wieso tickt es denn jetzt für die noch? Oh Jungs, was macht ihr denn? Wir haben das Spiel so safe und haben plötzlich nicht mehr. Ach Jungs, Valum. Ich schicke hier einfach mal so ein paar Männer hin. Keine Ahnung, was sie machen sollen. Ich habe keine Anti-Air so wirklich mehr. Ich habe wirklich nichts mehr gegen Helikopter. Nichts. Jetzt gehen mir die Truppen komplett aus. Ich will gar nicht wissen, wie das bei denen ist. Ich habe ja schon extra Truppen bekommen, aber mir steht ja so viel hier rum. Mit einem Niemalsland. Das ist wirklich nachteilhaft, aber ich weiß auch nicht ganz, was ich machen soll. Die pushen jetzt nämlich. Aber das sollte durch sein. Wir haben es gewonnen, auch wenn wir es jetzt vielleicht sogar verlieren würden noch. Ja, da zieht da nochmal ein Panzer weg. Oder trifft zumindest einen. Da könnte ich sogar noch einen holen. Ah, der kommt gar, na, der kommt gar nicht mehr ins Feld. Aber das hätten wir jetzt wahrscheinlich sogar gewonnen. Die Mitte war safe. Ah, hier sieht man es. An den Verlusten. Also es ist echt rapide. Aber wir haben sogar mehr Kills gemacht. Zum Ende. 4000. Also die beiden, die haben ganz schön. Vor allem der, was. Der hat fast nichts verloren im Vergleich. Klar, also ich habe so viele Verluste, weil ich noch einen anderen Spieler übernommen habe. Eigentlich nur wegen mir selbst. Was ich da rechts verloren habe, war halt nicht ganz so viel. Das waren vielleicht. Das war sicher nicht mal ein Tausender. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.